Moinsens, Schnacksel hier. Heute mal von der Ostsee und nicht vom Rhein. Meine Oma hat nämlich die Tage Geburtstag und da bin ich zu Besuch. Die wohnt hier in der Nähe. Ich habe mir ja auch eine richtig schöne Diver Sea Trout Route geholt, um jetzt mal ein paar Würfe auf Meerforellen zu machen. Die Routen, wo nicht Meerforelle draufsteht, die fangen halt auch keine Meerforellen. Was soll ich sagen? Habe ich hier so einen schönen Meerforellenblinker mal drauf. Ich habe noch ein paar andere. Ich fange mal an mit sowas um die 20 Gramm. Ich habe noch einen mit 6 Gramm, einen mit 42 Gramm. 42 vielleicht ein bisschen dick, mal gucken. Ich werde mal ein paar Würfe machen und hoffen, dass hier aus diesem wunderschönen Meer auch ein wunderschöner Fisch rauskommt. Let's go. Ich geh angeln, Schnackse, angeln, Schnackse, angeln, Schnackse, angeln, Schnackse. Ich geh angeln, Schnackse, angeln, Schnackse, ja, ich angeln, Schnackse. Ich geh angeln, Schnackse, angeln, Schnackse. Angel mit Schnaps, ja. Trink viel Schnaps, ja. Trink das Klare, trink viel Schnaps, ja. Trink das Bier, straight aus dem Fass, ja. Trink kein Wasser, holen Fisch aus dem Wasser, holen Fisch aus dem Wasser und trink kein Wasser. Ja, Leute, erster Fang ist gemacht. Wir haben Sandaal gefangen. Was soll ich sagen, der arme Homie ist so hängen geblieben. Gucken wir mal, ob noch was Größeres geht. Ja, Männers, ich habe jetzt hier so ein paar Stunden geworfen, noch nichts gefangen. Aber ich werde mir auf jeden Fall mal hier aus diesen ganzen Seetangpflanzen so ein paar Garnelen mitnehmen. Hier sind nämlich einige drin. Und dann probieren wir es morgen, übermorgen nochmal mit Naturköder ein bisschen, auch mit der Spinnrute natürlich. Ich packe jetzt aber fürs Erste und wir sehen uns am nächsten Tag. Ja, Leute, wir sind jetzt auf so einer langen Mole, ziemlich weit draußen auf der Ostsee. Hier ist auch sehr, sehr windig. Ich habe hier meine Spinnrute dabei, da werde ich gleich mal einen kleineren Köder ranmachen als diesen großen. Dann so ein Paternoster, von dem ich einen Haken abgeschnitten habe. Wir dürfen nämlich nur zwei haben auf Plattfisch. Wir haben hier den Sandaal von gestern und dann diese Garnelen am unteren Haken. Hier, wo ist er da? Wollen wir mal, ob hier irgendwo eine Flunder rauskommt. Also der erste Fang ist gemacht. Wir haben den Seestern. Ich jetzt wieder rein und dann gucke ich mal, ob ich auch noch einen Fisch fangen kann. Ich wehr mich nicht nach einer Stunde ohne Beide, dann kommt schon die nächste Runde. Geht aufs Haus, so vorbei ist die erste Gondel, hol sie raus, fang die zweite, dann 100. Brazi bei Domi, nice. Guck dir an auf YouTube, Schnacks. Halber Fisch im Schuh, sind wir aus dem Schuh, trage nur den einen Schuh. Seit 100 Jahren, du müsstest erfahren, Nature und das Bier, wie wir chillen hier am Meer. Dieser Vino niemals leer, yeah. Denn wir haben viele Flaschen, vermehren sich wie Tiere. Lauf auf allen Vieren, so viele Kästen wie Viren. Wir sind Fisch am Sortieren, am Filetieren. Denn wir haben viele Fische gecatcht, fast so wie Vino. Und von diesen Bieren, wie Biere beim Wandern. Der Geschmack so zärtlich wie Schnee in den Bergen. Oh ja, Fisch. Oh, zack. Ja, der hat das Maß. Leute, hier in dem Spot haben wir jetzt einen schönen Fisch gefangen. Eine kleine Flunder und eine, die das Maß auch hat. Die werde ich jetzt mal schnell ausnehmen, weil mir langsam die Köder ausgehen. Dann werde ich mal den oberen Haken von meinem Paternoster ein bisschen Flundereingeweide hängen. Vielleicht geht das ja gut ab. Aber immerhin haben wir schon mal einen für die Bratpfanne. Ja, Leute, ich hoffe, der Ton ist nicht zu scheiße. Außer der einmaßigen Flunder ging leider nichts mehr ab. Es hatte halt auch keine Würmer gehabt. Die Angel den haben heute zu Sonntag. Aber ja, eine Flunder immerhin. Und ein sehr, sehr cooler Angler von nebenbei, der hatte ganz viele Würmer gehabt. Der hat mir noch zwei gegeben. Der hatte so eine witzige, richtige Flundermontage, Schollenmontage oder Plattfischmontage halt. Der hat ein paar mehr gefangen. Der hat mir eine gegeben. Da habe ich auch ein bisschen was für gegeben. Aber würde ich ja nicht für nichts haben hier, ne? Aber jetzt habe ich zwei gute Plattfische. Kann ich mit Oma Plattfisch essen. Heute kein ausgedehntes Catch and Cook. Die mache ich mir mit Oma morgen zum Mittag fertig. Und ja, soweit. Kurzes Ostsee-Adventure. Der Ton ist nicht so kacke, es ist so windig. Aber ja,
soweit alles ganz nice. Wenn ihr Tipps zum Ostseeangeln, wenn ihr von hier kommt oder so, gebt mir Tipps fürs nächste Mal, weil das Fangerlebnis war nicht so wild gewesen heute. Aber ja, ich packe jetzt mal ein und vielen Dank fürs Zuschauen.